Michi, komm mal rüber, ich muss dir was unglaublich Tolles zeigen, hat Martin gesagt. Und jetzt sitze ich hier, wir sitzen irgendwie vor einer scheinbar aufgenommenen Dota 2 Partie. Ja, ich wollte mal zeigen, also so ein lustiger Kill gleich, ein Double Kill am Ende. Das ist halt eigentlich das Ende von dem Spiel, was ich irgendwie am 1. Mai gemacht habe abends, was man so am 1. Mai macht halt. Dota. Hat der Autos angezündet. Und das ist halt so das Ende des Spiels, die haben eigentlich schon gewonnen. Man ärgert sich ein bisschen die Leute noch, die da gerade am Verlieren sind. Und da bin ich jetzt eigentlich schon fast tot. Und ich fand es halt so cool, wie ich gleich das noch umdrehe. Muss ich angucken. Ja. Also, Epic Double Kill kann man sich ändern. Die beiden sind jetzt halt hinter mir her gleich. Okay. Sind halt schon böse auf mich. Da stand nämlich jetzt, hab ich auch eigentlich kein Mana mehr. Und da bin ich schon so gut wie tot, wird auch noch vom Turm beschossen. Die haben halt beide volles Leben. Willen. Und jetzt? Eigentlich ist das so gut. Guck dir das dann an. Das muss man sogar nochmal in der Zeitlupe angucken. Ah, jetzt ist es mit Zeitlupe. Man sieht aber, ich habe so 12 Lebenspunkte hatte ich eben. Wie kriegst du das Leben wieder dazu? Hast du so einen Lebensklau-Schlag oder was? Wir können mal ganz kurz erklären, für die Leute, die das nicht so kennen, was da eigentlich passiert oder warum das so passiert. Der Held hat halt zwei Abilities, die oder eine Ability gerade reinspielt, das ist Backtrack. Er hat eine Chance von 25% Schaden zu vermeiden, indem er in der Zeit zurückreist, so ist das Lore dahinter, aber Backtrack halt. Okay. Dann habe ich hier Butterfly, auch, das hat eine Chance von 35% auszuweichen, also dass ich Schaden erst gar nicht bekomme. Und dann habe ich dieses Item hier, Mask of Madness, womit ich Leben wiederbekomme bei einem Schlag. Okay. Und zwar, wie bricht man genau wieder? 17% des Schadens, den ich an anderen mache, bekomme ich halt wieder. Und ich habe halt einfach, das ist eine Mischung aus Glück, wie ich die ganze Zeit den Schaden halt mit Backtrack und den Butterfly vermeide und mir mal gerade so ein bisschen Leben wiederhole, wie ich es halt gerade brauche. Man sieht das ja hier. Und dann stunne ich halt noch zwischendurch. Das ist halt hier mit Time Lock. Da sieht man. Und man sieht auch mal, wenn ich Backtrack auslöse, dann blinkt er kurz so blau. Da siehst du das? Die ist da rum. Ja. Also das proggt auch gerade relativ oft. Und dann stunne ich die, kriege immer gerade so viel Leben, wie ich ja brauche, um zu überleben. Und wir gleich, zack, und wieder blau geleuchtet, den Schaden ausgewichen. Also unglaubliches Glück, dass es da noch klappt. Was? Das sensationell. Halt. Das ist jetzt das Äquivalent zu Martin kann ohne Stützräder Fahrrad fahren. Ich bin so stolz auf ihn. Ja, das wollte ich dir zeigen, das wollte ich euch mal zeigen. Kann man auch mal ein bisschen Spaß haben. Tja, danke fürs Zuschauen und dann demnächst wieder normale Folgen zu Dota 2. Ciao. Ciao.